bin eine mittlere Schwester, also ich habe eine jüngere und eine ältere Schwester und die waren immer sehr gut zum Beispiel in Mathe. Und dann saß ich im Matheunterricht und habe null kapiert. Ich wusste einfach nicht, wie es geht. Und dann sagt die Lehrerin zu mir, warum kannst du das denn nicht, Janne? Selbst deine kleine Schwester kann das schon rechnen. Mhm. Und denke ich mir so, ja, ich kann es halt einfach nicht. Mhm. Aber es ist doch blöd, dass ich jetzt mit meiner kleinen Schwester verglichen werde, weil nur was meine Schwester ist, muss ich doch nicht genauso sein wie sie. Ja. Und da fängt es ja im Kleinen schon an. Das hat sich bis heute, ich habe es nicht vergessen, dass diese Lehrerin das zu mir gesagt hat. Und ich finde, ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich kein Mathe kann. Mhm. Dafür kann ich besonders gut Mathe abschreiben. Gretchens Gast. Ja, alle, schön, dass ihr da seid. Ich mag das mit euch und ich mag das mit meinen Gästen. Und heute ist meine Gästin Janne Funkpiratin. Janne, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem kleinen Raum Platz gefunden haben. Du, Platz ist selbst im kleinsten Raum. Und das haben wir jetzt tatsächlich, wir mussten ganz schön was basteln, weil Janne hatte, wir sind hier in einem, beschreib doch mal, wir sind hier in Hamburg, in einem Studio. Im Radio, genau. Genau. Weil da werden hier von hier aus werden ganz viele verschiedene Programme gesendet, ja. Genau, und wir sind jetzt im Studio 3, das war frei. Und wir mussten jetzt, weil es hier sehr eng ist, ihr ahnt nicht, in welcher Enge wir hier sitzen, ein bisschen basteln. Und Janne hat mir auch eine Wand organisiert, denn ihr wisst ja, ich habe mit dem Gesundheitsamt München abgesprochen, zu diesen besonderen Zeiten, dass wir uns einen Schutz dazwischen schieben. Und das ist jetzt hier ein Spezial-Funkpiratin-Schutz. Und die Wand, ihr seht es schon, ist auch eine andere natürlich. Also Gretchens weißes Sofa und die weiße Wand ist nicht wie sonst und klassisch, aber ich mag das, wenn ich unterwegs bin, mal andere Locations auszuprobieren. Und wir haben jetzt echt schon eine halbe Stunde mindestens gebastelt, dass das jetzt alles hier sitzt. So, Gretchen on Tour-Ausgabe, ne? Genau, das ist eine Gretchen on Tour-Ausgabe. Liebe Janne, ich hatte ja die Freude, es war ja mal umgekehrt, ich war deine Gästin. Und wir haben jetzt gerade mal nachgerechnet, vor 2 Jahren hast du mich in deine wunderbare Sendung eingeladen, die ja sich schon zum 20. Mal jährt. Was machst du da hier 22. in Hamburg? 22. Genau, ich mache seit 98 mache ich die Radiosendung. Ja, genau. Und was ist das Konzept deiner Sendung, Janne? Ich lade interessante Leute ein und befrage sie über Themen, über die sie gerne mit mir sprechen möchten. Eigentlich quasi so wie du, nur ohne Kamera. Deswegen ist es für mich sehr ungewohnt, jetzt auch gerade dahin zu sprechen und nicht dich anzugucken, während wir reden. Ja. Normalerweise mache ich ja auch die Fragen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier jetzt laufen wird. Aber wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Genau, also ich habe viele Bands bei mir in der Zwischenzeit, weil Musik ist natürlich gerade im Radio immer wunderbar, ein ganz, ganz tolles Medium. Gestern hatte ich wieder Sendung und heute bin ich wieder hier jetzt mit dir und genau, wir haben ja auch etwas Schönes vorbereitet, ein schönes Thema. Ja, und zwar stellst du doch gleich vor, denn wir wollen ja gemeinsam bei Gretchens Gast, für alle, die das nicht kennen, die Sendung noch nicht kennen, aber unbedingt kennenlernen sollten und gerne auch abonnieren. Und auch im Laufe des Gesprächs, wenn ihr Gedanken, Kommentare habt, dann schreibt sie unter unser Gespräch in die Kommentare hinein. Wir denken gemeinsam über etwas nach. Und der Gast bringt das Thema mit und verrät mir oft 2-3 Tage vorher, um was es sich handelt. Und Janne, stellt es euch jetzt einfach mal vor. Da bist du ein bisschen spontaner als ich. Also ich habe das meistens immer schon einen Monat vorher oder so, wenn ich weiß, welche Gäste kommen. Nee, ich fand das Thema ganz schön, weil ich gerne eine Frau bin und ich glaube, gerade wir Frauen haben viele Vorurteile und viele Hürden, die wir gehen müssen in unserem Leben. Und ich hatte dich gefragt, ob wir das einfach mal machen wollen. Wann bin ich genug? Also was muss ich machen, damit die Außenwelt, Freunde, Familie, Bekannte einen so akzeptieren, wie man ist, beziehungsweise warum wird man nicht manchmal nicht so akzeptiert, wie man ist oder hat das Gefühl, dass man immer noch mehr geben muss oder noch mehr, ja, sich vielleicht auch verstellen muss. Zum Beispiel, ich war gestern bauchfrei in der Sendung. Ich bin 39 Jahre alt. Kann ich das machen? Oder wer sagt, dass ich es nicht machen kann? Also das ist dann so, dass du dir auch Gedanken dann darüber machst? Ja. Ja? Ja. Also nicht einfach, ich mache bauchfrei, sondern du gleichst es dann mit dem Alter ab und... Ja, ich denke mir halt, wer könnte was denken darüber, dass ich es mache, weil ich bin keine 17 mehr. aber letztendlich, das sind so die Fragen halt, ne? Oder
90% meiner Freundinnen sind Mütter und die fragen sich dann, kann ich eine gute Mutter sein, wenn ich gleichzeitig aber auch arbeite? Kann ich gute Mitarbeiterin sein, wenn ich doch zu Hause ein Kind habe? Das sind solche Probleme, glaube ich, die gerade wir Frauen haben. Ich habe selten einen Mann erlebt, der sich darüber Gedanken macht, ob er ein guter Vater sein kann, weil er arbeiten geht. Für die ist das selbstverständlich, dass es so ist und dass vielleicht auch die Frau da mehr übernimmt. Ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren, aber das sind so Themen, glaube ich, die gerade wir Frauen in unserem Leben haben. Oder sind meine Lippen heute zu pink? Sind deine Lippen heute zu rot? Übrigens ne? Drüben, ne? Pink, hier rot. Ja, wir sind ja schwarz-weiß. Ne? Ja. Genau. Ja, und auch bist du zu grell geschminkt oder bin ich zu viel geschminkt? Das sind lauter solche Geschichten. Es gab jetzt ein Video, Cynthia Nixon hat das aufgesprochen von einem Gedicht von Camille Rainville. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, das hieß Be a Lady, They Said. Und es geht auch so ein bisschen um diese Rollen, die wir Frauen erfüllen müssen. Also wir sollen dünn sein, aber wir sollen auch nicht zu dünn sein. Wir sollen nicht fett sein, aber wenn wir zu dünn sind, ist es auch nicht schön. Und wir sollen Erfahrung im Bett haben, aber wenn wir zu viel Erfahrung haben, ist es auch nicht richtig. Es sind ja auch so diese Gegensätze, die wir vielleicht auch in unserem Leben erfüllen müssen. Oder wer sagt das, dass wir sie erfüllen sollen? Du hast mir, bevor es losging, Jane, einen Teil vorgelesen. Wir müssen nicht alles vorlesen, das ist ziemlich lang. Ja. Aber ich finde, es hat, wenn man es so vorliest, würdest du uns einen Einblick geben, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, was für alle, die den Text nicht kennen, und ich kannte ihn auch nicht. Ja, also ich habe das mitgebracht, Anne, weil es jetzt gerade, es ist sehr aktuell in den Medien gewesen. Es hat sehr viele Klicks bekommen. Viele Frauen haben darunter ihren Kommentar geschrieben. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Your pants are too tight. Don't show so much skin. Don't show your tights. Don't show your breasts. Don't show your midriff. Don't show your cleavage. Don't show your underwear. Don't show your shoulders. Cover up. Leave something to the imagination. Das sind diese Gegensätze. Oder be a lady, they said. Don't be too fat, don't be too thin, don't be too large, don't be too small, eat up, slim down, stop eating so much. Be a lady, they said, wear makeup, prime your face, conceal your blemishes, contour your nose, highlight your cheekbones, line your lids. Be a lady, they said, save yourself, be pure, be virginal, don't talk about sex, don't flirt, don't be a skank, don't be a whore. Don't sleep around, don't lose your dignity, don't have sex with too many men. Es geht immer so weiter. Also letztlich, wenn man dann diese ganze Aufzählung hinter sich hat, denkt man, man sollte sich am besten in Luft auflösen, weil man kann es niemandem recht machen. Ja. Oder man kommt eben dahin, was ich schon in jungen Jahren gelernt habe, deswegen war ich wirklich jetzt sehr neugierig, wohin uns das führt. Weil ich empfinde das gar nicht so mit dem Druck oder ich bin einfach nicht der Mensch, den das interessiert, was irgendjemand sagt. Nee, du bist super cool. Also ja, ich habe in der Schauspielschule haben wir das damals schon sehr früh. Es ist egal, was andere von dir denken und ich glaube aber auch, dass ich schon so aufgewachsen bin. Und deswegen beschäftige ich mich sehr gerne mit diesem Thema, um auch nochmal in mir zu forschen, was ich da wahrnehme. Und ob das auch so stimmt, man macht sich ja auch selbst Illusionen. Es kann ja sein, dass ich bei einer Sache denke, ich bin souverän, dann stimmt's nicht. Ich finde, das ist immer sehr lohnenswert. Ne? Man denkt von sich, ach, ich bin da ganz autonom. Aber vielleicht kann ich ja auch irgendwo andocken. Und natürlich interessiert mich, was du darüber denkst. Deshalb bist du ja mein Gast. Ja? Und du sagst, okay, dich beschäftigt es auch im Freundinnenkreis. Gerade wenn man Mutter wird, ja, da kommen ja noch mal mehr Erwartungen auf einen zu. Und du beziehst es explizit auf Frauen, weil du glaubst, dass Männer sich darüber keine Gedanken machen oder, Jane, sie nicht kommunizieren. Was hältst du davon? Wie gesagt, also man darf es auch nicht pauschalisieren. Ne? Sicherlich gibt es viele Männer, die sich auch über solche Themen Gedanken machen, aber ich glaube wirklich, dass die meisten Unsicherheiten oder ja, Erwartungshaltung der Frau gegenüber so sind. Also dass wir Frauen so empfinden, dass wir so viele Rollen auch erfüllen sollen. Ich habe auch Freundinnen, die haben viele Jungs, viele Männer, die gehen los, haben ein Date, gehen mit dem nach Hause und
da sagen auch viele, oh Gott, was ist das denn für eine Hure? Die bitcht rum, die hat jede Nacht einen anderen. Was ist mit der? Das ist doch nicht normal. Wenn ein Mann das macht, wird da gar nicht so drüber gesprochen. Also es ist dann so, ja, okay, der schleppt halt gern mal jemanden ab, aber das wird nicht so schlecht gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde, man... Oder es wird sogar nochmal in die Gegenrichtung, ja? Ist so ein toller Aufreißer. Ja, genau. Ja. Es wird irgendwie mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf die verschiedenen Geschlechter geguckt. Ja. So, und wenn ich einen Ausschnitt trage, bin ich auch im Überlegen, ist der zu tief? Da kann ich das machen? Ist das schon zu viel? Mhm. Ich meine, ich bin auch schon angegrapscht worden in der Bahn und hatte nichts Besonderes an. Mhm. Ich habe noch nie einen Mann an der Bahn angegrapscht. Also andersrum habe ich es halt selten gehört. Und die Männer wünschen sich es vielleicht. Ja, wer weiß, die würden sich freuen. Wir sind als Frauen genervt und haben da keinen Bock drauf. Ne? Ja, das stimmt. Das sind so Themen, die mich sehr beschäftigen. Manche denken ja, man wartet nur gerade drauf. Ne? Man hat... es ist alles so eine Aufforderung. Dabei will man einfach leben und sich herrichten, wie man halt möchte. Ja, ja genau. Mhm. Ja. Also es ist nicht dann eine Einladung, was ja dann oft so, ne? Es gibt ja dieses, wenn du einen kurzen Rock anhast, bist du selber schuld, wenn du vergewaltigt wirst. Ne? Das sind ja das finde ich so ganz schlimm. Abstruse ganz schlimm. Gedankengänge. Ja. Ja. Du hattest auch neulich was gepostet und da habe ich mir auch einen Screenshot von gemacht, weil ich auch diesen Kommentar von einer deiner Followerin auch so schön fand. Sie hat geschrieben, es geht im... was hat sie geschrieben? Bist du ein herzlicher und fröhlicher Mensch, wirst du oft naiv abgestempelt, nicht ernst genommen und ausgenutzt. Bist du dagegen kalt und distanziert, respektieren dich die Leute. Das war so von der Arbeit. Ich erinnere mich, ja, ja. Und das fand ich passt auch gut heute hierher, weil wir Frauen oft als herzlich oder wir sind manchmal auch naiv und sind so und ich bin selber auch so. Ich bin schon lange in meinem Job und bin immer noch keine Führungsposition. Strebe das aber auch nicht an, weil ich auch sehr viele schöne Sachen in meiner Freizeit mache, wie zum Beispiel die Radiosendung. Dafür brauche ich auch Vorbereitungszeit und überhaupt Zeit. Und ich fand das, was deine Followerin da geschrieben hatte, sehr interessant, weil es, ich möchte mich nicht verstellen müssen, um weiterzukommen. Ja. Und das wird ja dann in dem Sinne vielleicht auch von uns erwartet, von uns Frauen vielleicht auch, dass wir so ein bisschen einen auf Bossi machen, obwohl wir vielleicht gar nicht so sind. Naja, und es ist ja irgendwie schon so adaptiert, ja, auch von der Kleidung her. Da gibt es ja dann auch ganz strenge Regeln, habe ich so von außen den Eindruck, in bestimmten Arbeitsbereichen. Ja. Dann kleiden sich Frauen wie ein Mann, um da akzeptiert zu werden. Und das wird ja immer fragiler alles, ja. Also jetzt auch über MeToo, Männer wissen ja dann auch oft nicht, wie sollen sie mit einer Frau umgehen, die vielleicht sich anders kleiden wollte. Ja. Und inzwischen ist es aber so, habe ich gehört, dass wenn man einer Frau ein Kompliment macht in Businesskreisen, dann ist das auch nicht mehr genehm. Ja? Das geht in so krasse Richtung. Also ja, da ist alles so verdreht und genau was du sagst, da gibt es so bestimmte Vorstellungen, die aber dich nicht frei machen. Ja? Mhm. Es ist alles irgendwie, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und, ja, genau. Nur ist ja jetzt die Frage... Es ist ja schon interessant, davon dann rauszugehen, ja. Und für mich ist halt der Weg der, dass ich sage, das ist halt eine Haltung, dass es mir egal ist, was andere denken. Einfach auch aus dem heraus, dass du es ja nie allen recht machen kannst, ja. Entweder ich gehe in diese Hölle rein und überlege dauernd und bin immer fremdbestimmt, oder ich sage ihr eines Tages, das kann ein Entschluss sein und sicher auch ein langer Weg, nee. Leute, ja, wenn ich es euch eh nicht recht mache, also für mich ist es nur logisch, du darfst mir immer gerne widersprechen, dass man dann sagt, dann will ich ganz raus und dann ist es mir egal. Aber es ist ein Weg, ne? Es ist schwierig, weil man ja auch viele Erwartungen erfüllen muss. Also bei meinem Job zum Beispiel muss ich ja von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends eine Erwartung erfüllen oder das auch bringen, was ich machen muss. Hier als Fu-Piratin bin ich selber, habe nur Erwartungen an mich selbst. Also ich möchte gerne eine coole Sendung machen. Du willst heute hier ein cooles Tape machen. Da sind wir ein bisschen freier, das ist klar. Weil wir das machen wir ja, weil wir das gerne wollen. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist eben dieses... Ja, wann kann ich
quasi die Erwartung erfüllen, aber trotzdem ich selber sein und mich vielleicht auch eben von diesen ganzen Erwartungen eben auch nicht mehr so abhängig machen. Ne? Da muss man aber auch cool sein. Ja, aber ist es nicht lohnenswert einfach? Weil ich hätte, das kostet ja ganz schön viel Energie, immer wieder darüber nachzudenken. Ja, natürlich. Also ich glaube schon, dass ich als Person sehr authentisch bin. Mhm. Also ich bin schon sehr ich selbst und gebe auch wenig da drauf. Mein Gott, dann laufe ich halt gestern bauchfrei rum und morgen trage ich einen großen Ausschnitt, weil ich es einfach kann. Ne? So, das ist ja auch so dieses. Aber ich möchte natürlich auch keinen falschen Eindruck erwecken. Also ich möchte nicht dann so aussehen, als sei ich schnell zu haben oder so. Mhm. Ne? Weil es kommt ja dann schnell so dieses von außen, dass Menschen das vielleicht denken könnten. Und das finde ich schade. Ja, kann man aber, also ich bin ja so Fan in der Philosophie von den Stoikern, ja, die gesagt haben, okay, Dinge, die ich ändern kann, die ändere ich. Und Dinge, die ich nicht ändern kann, das lasse ich halt dann auch. Und das ist halt die Frage, Jane. Ich verstehe deine Gedankengänge und ich glaube, ganz viele Frauen verstehen das, was du sagst. Und es ist sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich gesagt, vielen, vielen Dank für dieses Thema, weil es zeigt ja auch, wie hilflos sich viele Frauen fühlen, auch wie ausgeliefert den Meinungen der anderen und welcher Druck dann da ist dadurch. Ja. Aber ich denke, da jetzt auch rauszukommen, ist halt irgendwie logisch für mich, weißt du? Weil ich kann es ja nicht ändern, was X und Y denken. Nee, das ist schon... Man kann die Gedankengänge der anderen nicht ändern. Aber ich finde, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Videos wie eben dieses von diesem Gedicht von Camille Rainville, eben wenn wir diese Videos mehr auch, ja, wenn wir damit viral gehen, wenn wir das mehr auch den Leuten zeigen, dass vielleicht auch alle darüber anfangen nachzudenken, okay, was für einen Druck machen wir uns eigentlich gegenseitig? Oder auch dieses, jetzt mit all diesen Social Media, du musst jetzt einen Kanal haben, du musst jetzt unbedingt bei Instagram sein und dich da wirklich von deiner besten Seite zeigen. Und wenn du da jetzt nicht mitmachst oder vielleicht irgendwie keinen Filter drauf machst, bist du uncool. Oder wenn du nur 100 Follower hast, was ist das denn? Die macht das ja gar nicht richtig. Ich denke mal so, vielleicht hat die einfach keinen Bock, ist doch scheißegal. Und wenn sie nur 10 Follower hat, aber ein geiles Leben führt. Mhm. Um ehrlich zu sein, mein wahres Leben findet weder bei Instagram statt, noch bei Facebook. Da mache ich das, weil ich weiß, dass es cool ankommt, auch um eben meine Radiosendung mehr publik zu machen. Aber das, was wirklich passiert und das, was ich wirklich fühle, das wirst du da nicht sehen. Das sieht kein Mensch. Das mache ich dann wirklich für mich aus oder in meinem Freundeskreis. An Abenden wie gestern Abend, wo ich mit meiner Freundin noch lange zusammensitze und wir einfach uns unsere tiefsten Empfindungen erzählen. Aber das mache ich ja nicht publik. Mhm. Weil da wird man dann ja auch verletzlich, angreifbar und so weiter. Das ist ja sowieso heutzutage so. Wenn du irgendwas postest und die Leute das nicht akzeptieren können, was du da machst, weil es zu viel ist, zu laut ist, zu schrill, dann kriegst du gleich wieder einen Shitstorm und so. Das sind alles solche Geschichten, die mich selber nerven, weil ich bin so nicht. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit, die Leute haben auf die anderen Menschen drauf gezeigt, oh, die hat mit 3 Haushalten zusammengesessen, wie kann sie das nur machen? Ich denke mir so, naja, wenn sie das gerne möchte, ist es doch nicht mein Leben. Es ist mir egal, wenn sie nachher Corona bekommt, damit habe ich ja nichts zu tun. Ich zeige nicht auf andere und sage, oh, dein Lippenstift ist heute aber zu rot oder so. Ich finde es cool so. Jeder soll ja das auch machen, worauf er Lust hat. Also im gewissen Rahmen natürlich. Ne? Na, ich finde es aber auch, ich gehe da ganz mit dir, Jane, weil ich renne auch nicht rum und denke mir so und das geht nicht und das geht nicht. Naja, gut, ich muss gestehen, ab einer gewissen, wie soll ich sagen, es gibt so eine Nachlässigkeit im öffentlichen Raum, die ich manchmal anstrengend finde im Sommer. Um das jetzt mal so nett zu formulieren. Aber dann, klar lasse ich den dann auch. Was soll ich? Ja, also. Ja, aber das ist ja auch, es geht uns ja in dem Sinne vielleicht auch nichts an, ne? Oder so. Oder nee, es geht uns nichts an und dem geht auch nicht an, was ich mache. Aber was ich sagen will ist, natürlich darf man auch andere, vielleicht kann einem das nicht gefallen oder ich gefalle jemandem nicht, dann ist es halt auch in Ordnung, das meine ich. Ja, weil das, was du meinst, impliziert ja, man wolle den Menschen gefallen. Und das will ich schon mal gar nicht. Ich will einfach leben. Ja, aber das machst du auch sehr gut. Und du bist ja auch eine auffällige Person.
in deinem ganzen Erscheinungsbild, du hast Wiedererkennungswert und machst dir da ja auch überhaupt keine Gedanken darüber, was andere Leute sagen. Vielleicht manchmal schon, wenn man dich verletzt oder so, dann fängst du vielleicht auch an, darüber nachzudenken, aber letztendlich hast du genügend Selbstbewusstsein, darüber zu stehen. Aber wenn man immer wieder was hört, zum Beispiel, es hat bei mir angefangen, ist nur ein Beispiel, in der Schule, ich bin eine mittlere Schwester, also ich habe eine jüngere und eine ältere Schwester und die waren immer sehr gut, zum Beispiel in Mathe. Und dann saß ich im Matheunterricht und habe null kapiert. Ich wusste einfach nicht, wie es geht. Und dann sagt die Lehrerin zu mir, warum kannst du das denn nicht, Janne? Selbst deine kleine Schwester kann das schon rechnen. Mhm. Und denke ich mir so, ja, ich kann es halt einfach nicht. Mhm. Aber es ist doch blöd, dass ich jetzt mit meiner kleinen Schwester verglichen werde, weil nur was meine Schwester ist, muss ich doch nicht genauso sein wie sie. Ja. Und da fängt es ja im Kleinen schon an. Das hat sich bis heute, ich habe es nicht vergessen, dass diese Lehrerin das zu mir gesagt hat. Und ich finde, ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich kein Mathe kann. Mhm. Dafür kann ich besonders gut Mathe abschreiben. Naja, aber in der Souveränität, in der du das jetzt sagst, ja, das musst du aber erstmal in dir entwickelt haben, um diesen Satz zu sagen. Oder gab es mal eine Jane, die dachte, Mensch, ich bin da nicht genug? Aber es hat man ja oft dieses Gefühl. Also ich habe viel das gehabt, natürlich. Meine Schwestern sind davon geflogen, schulisch. Und ich habe halt einfach so viele andere Sachen nebenbei gemacht, dass ich mich auch da jetzt nicht so drauf konzentriert habe oder so. Ich bin keine schlechte Schülerin gewesen. Aber trotzdem fängt man an, darüber nachzudenken, warum macht meine kleine Schwester mir gerade meine Mathe-Hausaufgaben? Hat sie einfach gekonnt? So hat ja jeder auch seine Skills, sage ich jetzt mal. Jeder kann vielleicht was anderes. Also, weil ich finde, wir müssen mehr so unser Mind auch öffnen für all dieses. Manchmal, vielleicht ist auch jemand mal ungeduscht, den hast du gesehen, vielleicht hat er gerade eine OP gehabt und konnte einfach nicht duschen, weil es verboten ist, weil irgendwie seine Narbe nicht nass werden durfte. Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Also das ist für mich ganz wichtig. Dadurch, dass ich eben auch diese Sendung mache, lerne ich auch Musiker auch anders kennen. Die kommen mich richtig cool rüber, dann sind sie bei mir in der Sendung und sind vorher aufgeregt, sind unsicher. Mhm. Und wenn das Mikro angeht, merkt man das gar nicht. Aber ich kriege das mit, weil die bei mir sind und ich sie eben auch so fühlen kann, wie du jetzt deine Gäste. Mhm. Okay, mit der Wand ist das natürlich... Nee, aber ich fühle euch. Das hat mit die Wand ist eigentlich irrelevant tatsächlich für mich. Ja, das stimmt. Also ich finde schön, was du sagst, auch zu gucken, warum denke ich das jetzt, wenn ich verurteile? Und kann die Geschichte nicht eine andere sein, als die, die ich mir jetzt erzähle? Ja, ja, genau. Mhm. Man weiß ja auch nie, was die Leute gerade erlebt haben oder wo sie hinwollen. Warum ist die Frau so traurig? Hat sie einfach keinen Bock aufs Leben oder hat gerade jemand mit ihr Schluss gemacht? Ich hatte mal bei der Arbeit, ich war nicht gut drauf, weil mein Ex hat mit mir irgendwie Schluss gemacht, mir ging es nicht gut, ich habe geweint, ich sah müde aus. Und dann wurde über mich erzählt bei der Arbeit, ja, sie sieht ja immer so fertig aus. Und dann denke ich mir so, frag doch einfach nach, frag doch, warum ich schlecht aussehe. Vielleicht, okay, ich bin noch nicht mehr die Jüngste, vielleicht sehe ich deswegen auch schlecht aus. Aber an dem Tag ging es mir halt einfach nicht gut, aber keiner fragt nach, es wird nur verurteilt. Und das sind so Sachen, die regen mich auf, die machen mich traurig, weil ich finde, man sollte viel mehr nachfragen, viel mehr akzeptieren und die Leute so sein lassen, wie sie gerne sein wollen. Ja, das ist ein großes Thema für mich und hoffentlich auch für andere Frauen. Ja, bestimmt viele von euch, die uns jetzt zugucken, dürften das kennen. Ich glaube schon. Also was du jetzt aufmachst, ist ein ganz großes Gesellschaftsthema einfach. Und ich glaube auch, dass, weil du ja sagtest, dass wir uns da auch liebevoller, toleranter anschauen, so in der Art, sagtest du es, ich kann mich jetzt nicht mehr an den Wortlaut erinnern, und uns den Druck aber auch nicht gegenseitig machen, gerade innerhalb unseres eigenen Geschlechts. Denn was ich oft höre, ist, dass eher die Frauen dann die sind, die sich so beobachten und verurteilen, als die Männer uns verurteilen würden. Ja, wir machen uns, glaube ich, sehr viel Druck, eben weil so viele Anforderungen an uns gestellt werden. In meinem Alter geht es jetzt los. Ich bin eine der wenigen, die zum Beispiel noch kein Botox oder Hyaluron oder irgendwas bei sich haben machen lassen. Das sind auch solche, du musst immer jung bleiben, immer frisch, ne? Also das sind auch solche Anforderungen, okay, stellen das die anderen Frauen oder stellen das die Männer an, die Frauen oder... Wo kommt das her, dass man immer wieder unter Druck setzt, wegen solcher Geschichten? Ja, ich war jetzt eher auf dem Trip, dass ich meinte, dass die Frauen sich gegenseitig diesen Druck machen. Ja, das kann gut sein. Ja,
Das kann wirklich gut sein. Auch so neidisch. Naja, doch, weil oft so Frauen so und ja genau, entweder aus Neid oder oh, guck mal, was die anhat und so. Mhm. Das hört man jetzt von Männern nicht. Ja, die denken sich das dann. Meinst du? Oder wir sind nicht ich dabei. Weiß nicht, wir neigen ja beide nicht dazu, jetzt irgendwie lauter Klischees zu bedienen zu wollen, ja. Und zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Nee, das um Gottes Willen. Das ist jetzt nicht unser Ansinnen, aber ich höre die Sätze doch eher von Frauen, so untereinander, ja. Mhm. Also, dass sich Frauen, oder ich höre auch von Frauen, untereinander auch schwer machen. Ja, das erlebe ich oft, ja. Das finde ich irgendwie, ich finde sowas schade. Weil eigentlich fände ich es cool, wenn wir einfach die Leute so leben lassen würden, wie sie sind und nicht diese Anforderung stellen. Oder diese Erwartung haben, dann kann ich halt keine Mathe, mein Gott. Ja, naja, aber genau in dieser Haltung ist es ja schön, es ist ganz befreiend. Ja? Mhm. So, jeder kann eben, das sagtest du ja auch, was ganz anderes. Und im Vergleich, wir kommen mit dem Vergleichen auch nicht weiter. Also ich denke, das Wichtige ist wirklich jeden in seiner Individualität auch wahrzunehmen und zu schätzen und sich drüber zu freuen, ja. Und vielleicht denkt man über das eine oder andere, naja, so, aber das ist halt dann diese Person und die ist ja so in Ordnung, wie sie ist, ja. Ja. Ja, es gibt Frauen, die gehen raus und sind einfach natürlich, machen kein Make-up, tragen vielleicht nicht mehr ein BH oder so. Das ist auch, dann sieht man das, denkt sich so, Gott, die ist ja ungepflegt, aber letztendlich, wenn sie das gerne möchte, wenn sie so glücklich ist, dann finde ich es total in Ordnung. Ich würde nicht ohne BH aus der Tür gehen. Ne? Es sei denn, ich habe irgendwie ein Kleid an, was hinten rückenfrei ist oder so. Mhm. Es gibt ja so Momente. Ne? Aber eigentlich, glaube ich, müssen wir viel mehr freier das angehen und viel mehr auch, ja, vielleicht auch mal Fragen stellen. Du hattest es auch neulich so schön erzählt. Du warst in einem Hotel und bist mit einem, wie nennt man das, den Room Service oder so, du bist mit dem ins Gespräch gekommen und der hat so tolle Sachen erzählt, weil du eben nicht diese Vorurteile hast. Für andere wäre es einfach nur ein Putzmann. Ja. Und du hast gefragt, Mensch, wer bist du denn? Erzähl mir doch mal was. Ja, und dann erzählte er mir eben, dass er eigentlich Lyriker ist und Gedichte schreibt und früher auch auf Lesebühnen unterwegs war, aber diesen Druck auch nicht standgehalten hat oder dass die aus ihm auch was anderes machen wollten, das passt ja auch zum Thema. Ja, der hat eine bestimmte Vorstellung, wie er sich zu präsentieren hatte und dann hat es aufgegeben. Und da wir aber ins Gespräch gekommen sind, hatte ich dann die große Freude, von ihm Gedichte zu hören. Ja. Und ja, für andere, genau wie du sagst, ist er halt der Mann, der die Handtücher, die schmutzigen abholt und den Boden wischt. Ja. Und das finde ich bei dir eben so schön, du hinterfragst halt, du guckst nicht auf die Hülle, das ist dir egal. Du guckst rein in die Person. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz, eben Menschen kennenzulernen und die halt auch auf sich wirken zu lassen und denen eine Chance zu geben einfach. Ja, ich denke, das ist aber auch der Beruf, ne? Also ich habe das ja bei dir in der Sendung, als ich bei dir zu Gast war, was übrigens sehr schön war, ich erinnere mich noch, du hast uns Himbeeren mitgebracht. Die gibt es wahrscheinlich nicht immer. Da habe ich ja auch erzählt, dass ich das an meinem Journalistenberuf so gerne mag, weil ich finde, ich kann nicht mit einer fertigen Geschichte zu den Menschen gehen oder mich ablenken lassen von irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern möchte den Menschen so gut ich kann erfassen, ja, dass ich wirklich in das komme, ihn zu verstehen. Und da ich ja so viele unterschiedliche, also mit Straftätern, Psychiatrieinsassen, Superstars, da ist ja die Bandbreite so groß und immer wieder zu sagen, okay, was ist der Mensch? Ich weiß, das klingt auch oft so abgedroschen inzwischen schon, man will den Menschen dahinter sehen, aber das muss man auch erstmal können. Ja, ja, du musst halt den Leuten die Chance dazu geben. Ne? Manchmal dauert das ja auch eine Weile. Mhm. Ne? Es ist also zum Beispiel, ich glaube, dass ich oft auch, eben, wie vielleicht auch deine, die das, diesen Kommentar geschrieben hatte, dieses von wegen, wenn man naiv oder irgendwie herzenswarm ist, dass man dann vielleicht einfach nicht so wahrgenommen wird, wie man eigentlich ist. Also man kann ja auch tough sein gleichzeitig. Wenn man naiv ist, heißt es ja nicht, dass du nicht auch richtig zupacken kannst und so weiter. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man sich von sowas auch nicht so blenden lässt. Also ich bin ja trotzdem
in meinem Job gut, nur weil ich ab und zu mal laut lache. Ja. bin ich ja deswegen nicht irgendwie schlechter als andere, nur weil die immer ernst sind und fokussiert sind. Ich bin dabei fokussiert, aber ich kann halt dabei halt auch lachen. Also, dass man vielleicht solche Sachen so ein bisschen... Ja, diese Assoziationskette durchbricht. Ja. Ich finde es schön, was du sagst. Ja. Das eine schließt ja nicht das andere ein und so weiter. Und ich danke dir, dass du diesen Kommentar zitierst, weil ich schrieb dann auch noch drunter, dass ich das auch kenne. Weil ich bin ja auch so ein Mensch, du bist ja auch offen und herzlich, so wie ich dich kenne. Und ich bin das auch und ich kenne das schon, das stimmt schon, dass man da manchmal denkt, oh, die ist naiv oder ja, kann sich vielleicht nicht durchsetzen oder so durch eine Freundlichkeit, ja. Aber das muss einem einfach auch echt egal sein dann. Mhm. Ja. Ich glaube, dieser Weg, was du jetzt so einfach sagst, dass es einem egal sein kann, diesen Weg, den haben wir Frauen vielleicht auch noch sehr, sehr lange auch noch vor uns. Mhm. Ich meine, ich kann immer nur von mir selber sprechen. Ne? Also mir ist sowas nicht egal. Ich möchte nicht nur als blondes, ja, vielleicht auch, keine Ahnung, ich kann kein Mathe, bin blond oder so, dann denken die Leute, oh Gott, ja, ne, diese Vorurteile, die man dann gleich hat, aber fragen gar nicht nach, wenn ich hier vielleicht in den 22 Jahren schon bei mir in der Sendung hatte, wie coole Themen ich hatte, was für wunderbare Menschen ich kennengelernt habe, weil die das gar nicht erwarten von mir vielleicht auch, ne? Hm. Nicht umsonst sitze ich hier heute mit dir. Ja, natürlich. Ja. Wir sind hier... Wir haben jetzt hier auch was zu verhandeln, was wirklich, es ist ja auch mit Schmerz verbunden, ja. Es gibt ja da auch viele Verletzungen, also der andere Weg ist ja, ich zeige mich gar nicht, wie ich bin und versteck mich und baue ja dann auch einen Frust auf. Also ich glaube, vieles, was auch als Shitstorm oder was wir dann in den sozialen Medien beobachten, wie Menschen einander angreifen, hat eben damit zu tun, dass es viel Unzufriedenheit gibt, die auch mitunter darauf zurückzuführen ist, dass jemand nicht sich selbst leben kann, weil er sich nicht traut, weil er schon immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dafür verurteilt zu werden. Ja, ja, genau. Und der Weg geht dahin, für mich, sich damit auseinanderzusetzen, ob man alleine stehen kann. Also ob man es aushält, Außenseiter zu sein. Nur so, glaube ich, schafft man es dann auch. Ja? Also wenn mich jetzt 100 Leute blöd finden, von 100 im Raum, dann ist es so, ganz ehrlich. Ist mir egal. Ja? Weil ich bin die ich bin. Und wenn das jetzt jemand nicht mag, muss ich niemandem irgendwas beweisen. Mhm. Also mir wäre das wirklich auch, ich wäre meiner Freiheit beschnitten und was ich vorhin schon sagte, es wäre zu anstrengend. Was soll es, ja? Und dann bin ich halt nicht beliebt gerade. Dann kommt ein ganz wichtiges Wort, was ich immer finde dann. Die Hauptsache ist, dass man sich dann mit Respekt begegnet. Ne? Mhm. Also du kannst Menschen ja nicht mögen oder sie mögen dich nicht, aber wenn sie dich trotzdem respektvoll behandeln, dann... passt es, dann ist es genau richtig. Weil das habe ich auch oft, dass andere Personen dann mir gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, anderen Frauen, den Respekt verlieren. Hm. Weil sie Vorurteile haben, weil sie Dinge nicht mögen, die sie tun, die sie machen, die sie lassen, weil sie zu laut sind, zu leise, dies, das. Aber bitte seid respektvoll miteinander. Es ist für mich das Allerwichtigste. Und das zeigst du, indem du mit dem Lyriker sprichst, der deine Handtücher wechselt. Du hast Respekt vor dieser Person und dadurch erfährst du so viel von ihm und es öffnet Türen. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass man eben sich gegenseitig respektiert, auch wenn man sich nicht mag. Ne? Ja. Wichtig. Na, aber über den Respekt kommt ja dann doch oft das Mögen. Also es ist eine wichtige Voraussetzung, um eine Verbindung vielleicht entstehen zu lassen. Ja, muss ja nicht sein. Ja, und ich denke, die Spuren werden schon früh gelegt, denn letztlich fängt es in der Kindheit an. Also wer wächst schon so frei auf? Und das ist jetzt kein Vorwurf an Eltern, sondern so ist halt bis jetzt Welt konzipiert worden, ja, dass Eltern bestimmte Erwartungen haben und die hast du zu erfüllen. Und als junges Wesen hast du ja so im Kopf,
ich muss das tun, denn sonst kann ich nicht überleben. Ja, das ist ja reines, wenn ich jetzt meine Eltern missfalle, dann wollen die mich vielleicht loswerden und dann bin ich verratzt. Mhm. Also sowas kann ja in Kindern vorgehen, weil sie spüren ja, dass sie in jungen Jahren angewiesen sind auf diese zwei Menschen, ja, im besten Fall zwei Menschen, nicht immer. Denen muss ich jetzt irgendwie gefallen. Ja, es wird früh gelegt, eben so dieses, diese Fremdbestimmung. Und ich habe neulich erst mit einem Freund gesprochen, der sagte, ja, für ihn war es sogar ganz schwierig, weil seine Mutter hatte ganz andere Vorstellungen, was ein braves Kind zu sein hat, wie sein Vater. Und er war zerrissen. Er konnte nie beide glücklich machen, weil beide hatten wirklich konträre Vorstellungen. Und ich kann mir vorstellen, dass es doch auch vielen so ergangen ist. Ja? Oh ja, da kenne ich auch viele, viele Menschen, die eben von ihren Eltern sehr unter Druck gesetzt werden. Und die Eltern sind vielleicht auch enttäuscht, weil die Kinder nicht das Leben leben, was die Eltern sich vielleicht für die Kinder gewünscht hätten oder so. Ich kann nur von mir sagen, bei mir ist alles nie so, bei mir war das nicht so. Also ich hätte werden können, was ich will, weil unsere Eltern sind so der Meinung, Hauptsache wir sind glücklich. Mhm. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, ich bin auch Waldorfschülerin, also wir sind sowieso sehr, sehr so aufgewachsen, dass man sich gegenseitig, egal, ich war ja mit super Gymnasiasten und mit Hauptschülern zusammen in einer Klasse gewesen, also wir waren ja eh immer irgendwie die Nächsten, mussten uns alle so zusammenfinden, ja, bis auf die Sache mit dem Mathe. Ja. Also da hast du viel Freiraum erlebt, aber ich selbst, auch Eltern, wie soll ich jetzt sagen? Ich glaube, auch die es super gut machen, so ganz ohne Erwartung, ist, glaube ich, ganz schwierig. Ja? Also irgendwie will man ja, dass sein Kind irgendwie so oder so ist und in der Gesellschaft mithalten kann. Ja. 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 Also ich meine, ich finde es schön, was du sagst, ja. Aber ich glaube, dass es die Ausnahme ist. Ja. Ja, also wie gesagt, man kann ja immer nur von seinem eigenen Freundeskreis erzählen und da habe ich das viel erlebt oder erlebe das sehr oft, dass die Eltern von ihren Kindern dann vielleicht ja andere Erwartungen hatten und so weiter. Ne? Also ja, und es ist halt schade, wenn man dann in so eine Spirale kommt, dann sind die Lehrer da und haben Erwartungen, dann irgendwann mal der erste Freund, die erste Freundin, dann kommt der Beruf und so. Genau. So geht es ja immer weiter. Genau. Ja. Und irgendwann mal wache ich auf und denke mir, okay, habe ich jetzt das Leben der anderen gelebt oder ist das jetzt mein Leben? Ja, das hatte ich auch neulich irgendwie so. Von wegen ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Träume realisieren und nicht die Träume der anderen. Also, ne? Ich wollte halt nie studieren. Ich habe es einfach nicht gemacht und das war auch nie mein Traum. Dafür bin ich viel gereist, hatte einfach Zeit oder auch vielleicht durch den Beruf dann schon Geld dazu oder so. Man muss schon gucken, dass man das macht, worauf man auch Bock hat. Also ne, sich halt nicht so verunsichern lassen. Ja. Aber es ist halt nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Ja. Sind wir jetzt zu weit weggekommen von diesem... Es gehört ja alles in dieses Themenfeld jetzt mit rein. Ich finde, das gehört mit dazu. Ja, ja, klar. Ja. Und nochmal zu dem Ausweg. Denn es wäre ja schön, wenn wir die uns zuschauten, einerseits jetzt das Problemfeld beschreiben, aber andererseits den Ausweg, den ich angeboten habe, ist halt jetzt mal schnell in drei Sätzen gesagt. Wie komme ich dahin? Ich glaube, das kann schon ein Weg sein, indem ich immer so peu à peu gucke, was ist jetzt das, was in mir leben will. Ja? Und auch mal so ausprobiere, auch gegen Widerstände. Kann ja sein, dass du in irgendeinem Umkreis bist, wo Yoga jetzt nicht so gefragt ist. Ja, wir denken ja oft großstädtisch, die wir in Großstädten wohnen und da findet jeder jetzt Yoga toll oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder Gegenden gibt, wo man sagt, was machst du für einen Blödsinn? Ja, ja, oder Sexualität. Ich meine, ist jemand schwul, ist jemand lesbisch, bi? Ich weiß es nicht. Das sind auch so Themen. Auch hier in der Großstadt. Es gibt Freunde von mir, die können sich nicht outen, die dürfen sich nicht outen, die haben Ärger mit ihrer Familie, die können ihre Sexualität nicht leben. Wenn ich mir vorstelle, ich dürfte nicht mit meinem Freund in der Straße zusammen laufen und ihn küssen, weil das jemand sehen könnte oder weil jemand das nicht gut findet, da kriege ich richtig, da werde ich... Ah. Ne? Das sind ja solche Sachen, ne?
wenn man nicht den lieben darf, den man eigentlich gerne lieben möchte? So, das sind genau auch solche Sachen. Welche Ansprüche soll ich denn erfüllen? Eigentlich ist doch die Hauptsache, dass man für sich selbst das richtige Leben führt. Ja, und letztlich dann auch kommt natürlich der Mut dazu, ne? Dass ich wirklich sage, jetzt gehe ich mit dem durch die Straße, den ich liebe. Ja. Genau. Zum Beispiel, wenn es jetzt gefährlich ist. Und manchmal kann es ja wirklich sehr gefährlich sein in anderen Gegenden. Oh wow, ja. Ja, wo dann sogar Todesstrafe droht in dem Fall. Die Homosexualität, also. Ja, oder in Polen machen ja. Die jetzt so, so Städte, die dafür werben, dass da keine Schulen sind. Das sind schulenfreie Städte. Okay. Also, dass da nichts. Ich finde das. Wie kann man damit werben? Was ist denn, wenn da ein Kind jetzt aufwächst und die stellt fest, sie möchte eigentlich gern Mann sein und steht, weiß nicht, auf Frauen oder so? Sorry, also das geht gar nicht. Ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Wie kann man damit werben, dass es in dieser Stadt sowas nicht gibt? Also es ist für mich, ja, keine Ahnung, da würde ich da niemals hinfahren. Ja, allein, dass es existiert als Idee, ist ja schon nicht zu begreifen, ja. Mhm. Und macht mich auch wütend und traurig. Ja, es ist unglaublich. Also sich... Na, was ist denn dann? Also wie kommst du denn da raus? Weil ich finde, ich spüre ja schon bei dir, dass du so einen Weg gefunden hast. Also du hörst manchmal die Sätze so in deinem Kopf und du schiebst sie dann beiseite. Also dass ich das mal... Wie ist denn das dann so im Alltag? Also da kommt jetzt so ein kritischer Satz, ne? Ja. Wie voll mit dem Bauch frei... Und dann kommt aber eine andere Janis-Stimme, die sagt, ist doch egal. Oder wie handelst du das dann aus? Ja, das gilt ja dann wahrscheinlich auch für die anderen Frauen nur mit Selbstbewusstsein. Dass man einfach dann so denkt, ich habe das jetzt gehört und ich verinnerliche das auch. Und dann mache ich das den einen Tag und den anderen Tag vielleicht nicht. Also jetzt vor der Kamera sitze ich jetzt hier nicht bauchfrei. Im Radio sieht das ja keiner. Ja, so. Aber... Dafür, dass du dich entscheidest, das ist dem Selbstbewusstsein zu verdanken dann, oder? Ganz bestimmt, ja. Mhm. Ich glaube schon. Je selbstbewusster wir sind, desto mehr können wir auch authentisch auftreten. Ja, das ist interessant, was du sagst. Trotzdem kann die Stimme kommen. Also, ja, klar. Ja. Weil sie vielleicht gesellschaftlich schon... Also ich würde ja noch den Schritt weitergehen, dass die Stimme überhaupt nicht kommt. Mhm. Aber... Ich frage mich gerade, ob es überhaupt, wenn die Stimme kommt und du sie trotzdem nicht ernst nimmst, ist ja das Ergebnis dasselbe, ne? Ja, genau. Mhm. Weil das muss man erstmal schaffen. Mhm. Ne? Dass man eben auf all dieses ganze Be a Lady They Said, ne? Mach nicht dies, mach nicht das, da muss man erstmal die Kraft haben, das, oder das Selbstbewusstsein eben, das nicht an sich rankommen zu lassen oder eben noch cooler zu sein als die anderen. Nicht so zu sein wie die anderen Mädchen, was sie auch gesagt haben. Ja. Ja. Naja, und auch zu sagen und zu wissen, wer bin ich? Also ich glaube, dieses, gut, ihr macht es jetzt und andere machen es nicht. Ich habe auch von einem Freund gehört, ja, alle sind jetzt auf Insta, aber sein Sohn will das nicht. Ja. Da muss man ganz schön viel aushalten. Wie kann es sein, dass man gezwungen wird, sowas zu machen? Ja. Wenn er keinen Bock hat, finde ich ihn super noch viel cooler, weil er eben authentisch ist und sagt, nee. Mhm. Und letztendlich ist es ja auch richtig so. Ich bin auch ohne Instagram groß geworden, das war herrlich. Es gibt von all meinen Sünden, von all dem, keine Ahnung, Hangover, es gibt kein Foto, es gibt gar nichts. Und jetzt wird immer alles dokumentiert und kommentiert und weiß ich nicht, muss alles gar nicht so sein. Ja, aber durch dieses ganze Kommentieren kommen wir in diese Bewerterei noch mehr rein. Eben, ja? Das ist es eben. Like oder nicht like, genau. Und jeder, der halt viel postet, weiß, dass man mit seinem eigenen Gesicht, das auch noch freundlich schaut, die meisten Likes generiert. Mhm. Ja? Ich poste ja auch immer sehr gerne Bücher, aber die bekommen nie diese Likes, wie wenn man sein Gesicht postet. Witzig, ja. Krass. Mhm. Und wenn man das dann versteht, dann... denke ich mir, okay, eigentlich will ich gar nicht dauernd jetzt das Gesicht posten, aber wenn meine Botschaft so mehr gelesen wird, dann mache ich es halt jetzt. Mhm. Ja. Ja, dann fängst du ja auch schon an, dich eben diesen Erwartungen, diesen Zwang ein bisschen auch zu beugen, indem du sagst, okay, das generiert eben mehr Likes, also mache ich das so.
Ja, da kommt es jetzt drauf an, wenn ich jetzt sage, okay, mir ist meine Botschaft so mega wichtig. Ja, dann ist und es auch cool, dass du sagst, okay, ich habe ein schönes Gesicht. Das stimmt ich schon, das ja ist natürlich, so wie du vorhin, wir können es. Ja, ist das so. Dann machen wir es halt. Aber ich hader schon dann manchmal. Ne? Man denkt jetzt, okay, Gretchen ist immer vor der Kamera und so. Ich denke da auch nicht drüber nach jetzt, ja. Aber Fotos und Selfies, das ist nicht so meine Welt. Ja? Aber als ich dann so erkannt habe, okay, bei mir ist einfach wichtig, zum Beispiel Botschaften wie, dass wir keine Feindbilder haben sollen oder dass wir aufeinander zugehen. Das sind für mich echt wichtige Botschaften. Mhm. Und wenn die dann so manchmal eben besser ankommen, dann mache ich es halt. Mhm. Das ist ja jetzt nicht ein Riesendrama. Aber es ist tatsächlich, da hast du schon recht, man bedient sich jetzt etwas, was man halt beobachtet hat. Genau, ja. Ja. Mhm. Ja. 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 Ich meine, im Kleinen kann man das ja auch immer alles machen. Also ich trage jetzt ja auch Sachen, von denen ich im Moment auch denke, die gefallen mir jetzt gerade, vielleicht sind sie auch gerade modisch angesagt, aber wenn sie in 10 Jahren nicht mehr modisch angesagt wären und sie mir trotzdem noch gefallen, würde ich sie trotzdem anziehen. Also man muss ja dann auch gucken, ne, inwieweit man mitgeht mit dem Mainstream oder mit all diesen ganzen Schubladendenken oder eben sich dann selbst davon befreit. Ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ob mein Gesicht mehr Likes kriegt oder was anderes, weil ich meistens eben nur mein Gesicht poste. Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Du hast es gleich, ziehst das gleich so durch. Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, es ist aber auch das Umfeld, ja. Also wenn du jetzt das sagst mit dem Hyaluron und Botox und dass das du sonst krass, kein... Aber das ist dann auch ein Umfeld, in dem du dich bewegst, weil ich kenne jetzt gar nicht solche Diskussionen, ja. Mhm. Also... Ja, ich für sie halt nicht, ja. Genau. Also in Berlin hatte ich viel mit Drogen immer zu tun, weil in Berlin sind einfach viel mehr Drogen im Umlauf. Das ist ja auch wahrscheinlich wirklich so, dieses, wo man gerade ist, da hast du schon recht, ja. Das, aber dann muss man erst recht schauen, ja. Also ich kenne das ja auch, dass ich eine Zeit lang viel am roten Teppich war und immer war Glamour und... Wow, da hast du bestimmt so krasse Sachen erlebt. Das stimmt, ja. Und da... da denkst du dann auch mal irgendwie kurz, ja, wie, was könnte man noch, wie soll ich sagen, noch in sich aufrüsten vielleicht. Ja, und wird ja dann auch, und dann denke ich mir, nee, ich bin die ich bin, weil ich schließe mich an. Ich habe auch nichts mit Botox und dem ganzen Kram am Hut, weil mich das nicht interessiert und weil ich da auch ehrlich gesagt Angst hätte, dass es irgendwie so mein Gesicht verzieht. Boah, irgendwie. Der nachher hängt jetzt nicht so rund, oder? Und wenn ich mir dann Nicole Kidman anschaue, dann ist das ja eine tolle Warnung, das nicht zu machen, ja. Aber klar, dann wieder bin ich im Urteilen und ich muss es dann der auch lassen, die es machen möchte, ne? Ja, es ist halt immer so zwei Seiten, ne? Ja, hast du recht, genau. Ja, nur ist es so, dass ich mir manchmal denke, ja, würde die das machen, wenn sie nicht anderen entsprechen will, ja? Mhm. Also sie ist ja selber schon in der Schlaufe drin. Ja, da kommt dass jemand so von sich sagt, hey, Botox, alles klar. Das hat ja eigentlich schon damit zu tun, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube einfach, dass sie mit so vielen Menschen zu tun hat, die sie vielleicht auch von außen unter Druck setzen. Mhm. Dann will sie noch eine Rolle bekommen, in der sie vielleicht auch jünger aussieht. Und es hat ja auch ganz viel dann mit diesen Erwartungen zu tun, bestimmt. Jemand, der damit nichts zu tun hat, der wird da auch nicht auf die Idee kommen, das machen zu lassen. Ne? Also das geht ja nur, wenn es eben in deinem Umkreis schon auch ist. Und dann zu sagen, nee, für mich ist das halt jetzt kein Thema. Und dann kann man ja auch das Thema ausklammern, muss sich ja nicht. Das ist ja auch ein falsches Verständnis von Freundschaft, in allem einig sein. Man kann ja sagen, okay, da treffen wir uns jetzt nicht. Ja, ja, du machst Schönheits-OPs, ich nicht. Anderes Thema. Ja, ja, ja. Aber das ist eben dieses wieder, dass man die Leute auch nicht verurteilt dafür, egal in welchen Weg sie einschlagen. So. Und wenn jemand viel arbeiten möchte und ein Kind zu Hause hat, sollte man die oder denjenigen auch nicht verurteilen, weil jeder wird den Weg schon so gehen, wie er es für sich richtig findet. Ich finde, was du sagst, ist wichtig, diese Neugier, auch dieses Fragen. Ich finde, wir können uns ja schon helfen und sagen, bist du wirklich glücklich in deinem Leben? Weil manchmal ist man in so einem Automatismus drin, glaube ich, dass manche Menschen das gar nicht so gewahr wird und wir können einander helfen. Kann ja sein, dass der andere was spürt, was mit einer Unzufriedenheit zu tun hat. Und dann können wir durch eine Frage
ihn ins Nachdenken bringen und dann kann er es für sich selbst beantworten. Mhm. Wir müssen es nicht und wir dürfen es auch nicht beantworten. Ja? Nee, das sowieso nicht. Und halt auch nicht verurteilen. Ne? Ja, und mir ist vorhin jetzt noch ein Gedanke gekommen und mich interessiert, Jane, ob du es kennst in deinem Freundinnenkreis, ob dir dieses Thema schon untergekommen ist. Ich höre immer wieder, dass Frauen so Angst haben, in ihre Weiblichkeit zu gehen. Ja? Also so, ja, auch wirklich bewusst sich zur Frau bekennen in sich, sich auch fraulich kleiden. Also das ist ein Thema, das ich immer wieder so höre. Ist dir das bekannt? Also wir haben schon manchmal auch Diskussionen, weil ich auch manchmal empfinde, man kann ruhig auch mal sagen, ich kann das nicht als Frau. Also ich muss jetzt nicht das schwere Sofa alleine hochschleppen. Ich kann mir auch helfen lassen. Aber das ist sehr schwierig, glaube ich, heutzutage, weil uns auch gesagt wird, so, ja, nur weil du eine Frau bist, heißt doch lange noch nicht, dass du es nicht machen musst oder so. Das ist ja Blödsinn, weil du hast ja zwei Arme, zwei Beine, trag das Ding doch nach oben. Also ich bin schon so ein, ich gebe auch mal zu, ich kann das nicht. Mhm. Aber das hat nicht, vielleicht auch gar nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin, sondern dass ich es einfach nicht kann. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es so ist, wie du sagst, dass heutzutage viel mehr Frauen auch einfach ihren Mann stehen und ihren Mann stehen wollen oder stehen müssen, weil sie sonst gar nicht so weit kommen würden, wie sie kommen wollen. Ja, ja, gut, dass du das ansprichst mit dem, was kann ich tragen. Ne? Also es ist ja immer diese Diskussion auch, das passt dazu, der Frau die Tür aufhalten oder dem Mantel helfen oder den Stuhl zurechtrücken. Ja, eine Frau kann das alleine. Ich muss dir sagen, ich mag das. Ich finde es super. Ja. Aber ich kann auch meine Rechnung alleine bezahlen, auf jeden Fall. Aber ich liebe es auch, eingeladen zu werden. Das muss halt einfach im Verhältnis stehen. Mhm. Das, ne? Ich kann auch mal das Auto fahren und ihn abholen und ihn nach Hause bringen. Andersrum finde ich es auch schön. Ich glaube, das hängt auch damit ab, was du magst oder so. Ja. Mhm. Naja, aber es hat ja eben mit dieser Weiblichkeit zu tun, ja. Oder sind es dann wieder Bilder im Kopf, ne? Bei den Gender-Thematiken, die würden jetzt wieder sagen, das ist alles nur Konstrukt, ja. Aber tatsächlich, ich meine, Jane und ich, wir haben hier echt gebastelt, bevor wir jetzt hier sitzen können und wir haben vorhin so ein schweres Bücherregal wegtragen müssen. Oh. Und klar, das wäre natürlich... Und du hast solche High Heels an, hallo, wohlgemerkt, ja. Also wir haben hier ganz, ganz schön was gestemmt, wir können's, ja. Aber stell's auch wieder zurück, sonst werde ich wieder auch wieder zurück. Aber vielleicht finden wir ein paar Männer draus, die das dann machen. Ja. Aber zum Beispiel, ich kann die Bohrmaschine bedienen, ich kann Löcher bohren, aber ich finde es auch ganz cool, wenn ein Mann das macht und ich den Staubsauger halte. Ne? Also ich meine... Ja, oder Reifen wechseln kann ich auch, ne? Aber muss ich jetzt nicht dringend machen. Ja, das sind halt solche Sachen, ich glaube, da bin ich aber deiner Meinung. Also wir können das alles, aber ich finde es auch cool, wenn ich helfen kann und das nicht allein machen muss. Ja, und ich finde dann auch nicht, ne, dass man dann so ein Weibchen ist oder so, ja. Also ganz ehrlich, mein letzter Freund hat mir immer den Koffer getragen. Der hat gesagt, es kommt nicht in Frage, weil ich ja doch immer wieder unterwegs bin mit meinem riesen Koffer, dass du den trägst. Ja, und er hat's gemacht, ja. Also... Aber andersrum hast du ihm ja vielleicht auch geholfen und ihm, wenn er dann getragen hat, hast du ihm die Tür aufgehalten und so. Das ist ja auch so Teamwork dann. Also, ja. Ich glaube, wir machen uns da auch, also dass die Frau dann immer so beweisen will, eben ich kann alles alleine und ich bin wie die Männer. Da geht eben auch wirklich viel Weiblichkeit verloren und das finde ich schade, weil in der Weiblichkeit liegt eine gute Kraft. Da gibt es übrigens auch schon einige Gretchen-Sendungen zur Kraft der Frauen. Also könnt ihr euch gerne... Zum Beispiel mit Anna Oppenheimer haben wir darüber nachgedacht, anschauen. Also, weil die Kraft der Frauen ist für mich eine Zukunftskraft, ja. Oder die weibliche Kraft vielmehr, die auch in den Männern liegt. Mhm. Mehr dieses, nicht mehr dieses Harte, sondern auch dieses Weiche, sich auch einlassen auf Ungewissheiten. Ja, das gehört alles so in diesen Themenkomplex rein. Führt jetzt woanders hin? Wie ist das? Also, kennst du jemanden, Jane,
der sich dann auch so wirklich verbogen hat, also so extrem, dass er auch darunter leidet? Hattest du solche Gespräche schon? Du hast ja auch in deiner Sendung auch nicht nur Musiker, sondern auch viele interessante Themen, auch teilweise Schicksalsschläge, ja? Ja, Transgender natürlich, hatte ich auch schon. Mhm. Die haben ganz doll gelitten. Die müssen psychologische Hilfe bekommen, weil sie nicht so sein konnten, wie sie durften, weil sie jetzt immer noch nicht so sein dürfen. Da ist jemand, der sieht halt immer noch sehr männlich aus, aber ist halt eigentlich schon eine Frau und dann weiß er nicht, auf welche Toilette er gehen darf und dann wird er vielleicht komisch angeguckt oder sie wird dann komisch angeguckt. Oder eben, wenn jemand HIV-positiv ist, ganz schlimm. Sie ist bei ihrer Familie zu Besuch. Ich meine, sie ist unter der Nachweisgrenze. Ne? Sie nimmt Medizin, sie ist wirklich gesund, sage ich jetzt mal. Und trinkt aus der Tasse und hinterher wird die Tasse in den Müll geworfen, weil man Angst hat, sich da vielleicht dann doch noch dran anzustecken oder so. Hm. Ich glaube schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die eben leider gar nicht so akzeptiert werden oder nicht so gesehen werden, wie sie eigentlich sind. Und da finde ich es cool, eben du gibst solchen Menschen ja die Plattform hier auf jeden Fall. Mhm. Bin auch gespannt, wer noch kommt. Ja, ich bin auch. Nummer 86. Gerade, ja, vom Drehen her, vom Ausstrahlen weiß ich noch nicht, aber vom Drehen auf jeden Fall. Wahnsinn, 86, das ist unglaublich. Ja, und als wir uns kennengelernt haben, hast du davon erzählt, dass du das vorhast. Das hatte ich noch in deiner Sendung erzählt, ne? Genau. Schön, ja. Das ist ein Dokument dessen. So in der Findungsphase. Und ich hatte ja auch schon eine Drag Queen. Also könnt ihr auch euch anschauen, der sich vor laufender Kamera verwandelt hat. Das war richtig schön. Okay, ja. Während wir sprachen, hat er sich dann in sein alter Ego verwandelt. Ja. Also insofern, da könnt ihr auch nochmal einfach ein paar Sendungen durchschauen. Und jetzt hier auch der Aufruf, ich greife gleich das auf, was Jane mir als Stichwort gegeben hat. Wenn ihr denkt, ich will gerne Gretchens Gast sein, jeder, der sich gerufen fühlt, darf das. Ja? Also es ist jetzt nicht so, manche sagen, ja, willst du nur berühmte Menschen oder jemand, der bekannter ist? Nein, du kannst kommen, egal welchen Beruf du hast. Ich freue mich über alle. Ich mag einfach die Menschen und ich mag mit euch reden und ihr bringt das Thema mit. Mhm. So ist der Plan. Also meldet euch. Meine E-Mail-Adresse ist in der Infobox. Und wie ihr Kontakt zu Jane bekommt oder vielmehr zu ihrem Radio, zu ihrer Sendung, das setzen wir euch auch in die Infobox, Jane. Können wir, was können wir denn, was ist denn aus deiner eigenen Erfahrung? Was können wir denn mitgeben? Satz? Nee, nicht jetzt schon gleich einen eigenen abschließenden Satz, aber ich habe gerade das Gefühl, wenn du auch denkst, ist es für dich stimmig, dass wir in so eine Endphase einbiegen. Ja. Ist das stimmig für dich? Ja. Ja. Also was können wir denn mitgeben? Also ich meine, bei dir ist es ja auch, du kennst diese Gedanken, du befreist dich daraus. Also was wäre so dein Tipp? Wie hast du das hingekriegt? Ich kriege das ja nicht immer hin. Ich habe auch jeden Tag mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen. Oder zu kämpfen kann, muss man nicht sagen. Aber oft denken ja Leute irgendwie, ja, Jan ist ja so und so. Und dann lernen sie mich kennen und denken sie, ja, so ist sie ja gar nicht. Und denken so, ja, dann frag doch einfach nach. Lern mich doch kennen. Mhm. Also ich will dich ja auch kennenlernen. Mhm. Ich glaube, wir müssen einfach dieses ganze Schubladendenken, das müssen wir ausschalten. Nur weil du blondes, volles, lockiges Haar hast, bist du ja nicht nur diejenige, die sich mit ihren Haaren beschäftigt, sondern bei dir ist ja auch so viel mehr. Das ist halt, man sieht das zuerst und denkt das so. Nur weil du dich gerne schminkst, heißt es ja nicht, dass du dich nur über Schminke unterhalten kannst. Das finde ich. Bei mir ist es so gar nicht, ne? Mich nervt es ja total. Ich mag das gerne. Aber ich mag mich nicht darüber unterhalten. Nee, und ich finde auch cool, du hast dich ja auch in dem Sinne verändert, weil ich glaube, als ich dich kennengelernt habe, warst du auch noch nicht bei Facebook. Das war dir auch nichts. Mhm. Und jetzt inzwischen bist du bei Facebook, du bist bei Instagram, du bist bei YouTube. du bist ja auch einen neuen Weg gegangen. Du hast dich ja quasi auch vielleicht überzeugen lassen, dass es ganz cool sein kann. Also ich finde, es ist alles für das Gretchen. Ja, aber ich finde, das ist so. Und ich habe da Freude dran. Ihr hört auf, in Schubladen zu denken. Ne? Also fangt einfach an, Leute auf euch wirken zu lassen. Nur weil jemand blond ist, heißt es nicht, dass er blöd ist. Und nur weil jemand irgendwie, keine Ahnung, gerade traurig guckt, heißt es nicht, dass der immer schlecht drauf ist. Vielleicht hat er einfach an dem Tag was Schlechtes erlebt und ist deswegen nicht so gut drauf. Ich glaube, wir müssen einfach viel mehr die Leute so sein lassen, wie sie sind und das akzeptieren und aufhören, so das immer nur in so einem Kasten zu sehen. Also
Ja, und auch das Schöne, was wir vorhin hatten, auch diesen Moment, ich denke jetzt gerade über die Frau oder den Mann so, aber ich könnte mich irren. Ja, ich kenne gar nicht die Geschichte. Ich sehe den nur und habe schon gleich. Und dass ich mich selber ertappe, also selber auch diszipliniert bin in Gedanken und sage, Mensch, jetzt urteilst du, ja. Mhm, genau. Und warum machst du das? Und dann, wenn, also im besten Falle, ich bin ja Fan des Dialogs, sonst hätte ich dieses Format nicht und du ja auch, sonst hättest du dein Format nicht, dass wir Fragen stellen. Ja, sind wir doch neugierig aufeinander und finden das ja eher interessant. Es gibt ja auch Looks, die würde ich jetzt nicht tragen, aber die finde ich an der Frau oder dem Mann dann interessant und sagen, hey, das ist ja interessant und das passt zu dem Typen. Genau. Ja? Und schön, dass du dich traust. Ja, genau, ja. Und viele haben ja Sehnsüchte. Also ich erinnere mich an diese Nachbarin, das habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt, aber es passt hier so gut, weil ich sehr gern die Farbe Rot mag. Das man ja eben auch nicht sieht bei Schwarz-Weiß, aber das Kleid ist zum Beispiel rot mit Weiß. Und die sagte dann so zu mir, ja, als ich wieder ein rotes Kleid trug, ich habe ja auch ein rotes Kleid, die war 60, im Schrank, aber ich traue es mich nicht zu tragen. Ja, und ich freue mich immer, wie sie durch die Straße mit ihrem roten Kleid gehen. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, dann können wir doch zwei Frauen sein, die mit dem roten Kleid durch die Straßen gehen. Du, die war 60 und Psychotherapeutin und eigentlich ganz erfolgreich bei allem und hat es nicht geschafft, ihr rotes Kleid einmal aus dem Schrank zu nehmen und anzuziehen. Das ist doch wieder dieses eben, ne? Warum traut sie sich nicht? Weil sie dann zu sehr auffällt, weil dann zu sehr die Männer auf sie gucken. Ich meine, rote Farbe ist nun mal halt, wir wissen es ja, ne? Der Stier läuft da rein. Ja, aber da gibt es ja auch schon wieder Vorurteile. Ja. Ich liebe immer die Farbe Rot, bis irgendjemand gesagt hat, ja, solche Frauen wollen dringend irgendwie jetzt Sex, ja. Nee, ich will einfach nur ein rotes Kleid tragen. Ja. Das ist so unglaublich. Das ist unglaublich, dass wirklich sogar Farben mit Vorurteilen belegt sind. Ja, das ist doch echt schon der Hammer eigentlich. Ja, ne? Ja. Und so, wenn ich gerne schwarz trage, bin ich kein Grufti. Ja. Zum Beispiel, ne? Das ist jetzt dann wieder das andere. Ja. Habe ich aber auch schon, dass jemand so, genau, wenn ich kenne auch eine Freundin, die trägt nur schwarz. Und die wird dann oft angesprochen, ja, musst du immer, bist du traurig oder so. Lass halt jetzt einfach den Schwarz tragen, ja. Klar, da kann man jetzt vielleicht mal, dafür haben wir ja plädiert, auch eine Frage stellen. Aber diese Fragen sind ja meistens keine Fragen, sondern ein Vorwurf. Mhm. Ja? Ja, weil man eben schon was in seinem Kopf hat und das quasi so eine Art auch dann noch bestätigt haben will. Ja, sowas sollten wir einfach lassen. Wir sollten viel mehr, finde ich, diese Erwartungen nicht haben, diese Vorurteile nicht haben. Und da ist ja jeder selbst verantwortlich. Ja. Der kann in seinem Gehirn kramen und dann finden, okay, da habe ich noch Vorurteile, dann weg mit den Vorurteilen. Ja, genau. Und uns da auch keinen Druck machen und zu sagen, du, ich muss das vielleicht nochmal für mich prüfen, wie ich das in meinem Leben so handhaben will, wie ich jetzt rumrenne und so weiter. Mhm. Aber ich lasse mir es nicht von euch sagen. Und uns beiden ist ja gewahr, Jane, du hast ja auch immer wieder darauf hingewiesen, es ist nicht leicht und auch du haderst immer wieder noch und dennoch, ich glaube, jeder Schritt, ja, ist, den man macht, ist einfach ein Schritt, der sich lohnt und der uns alle voranbringt. Ich finde, eine Frau wie du, die da so offen drüber redet, ja auch sicher viele inspiriert, die uns jetzt zuschauen und die wiederum auch mit ihren Freundinnen darüber redet. Ja. Insofern bin ich dir sehr, sehr dankbar. Jane, meine letzte Frage ist immer offen. Ist denn in deinem Nachdenken jetzt noch was da, von dem du sagst, Mensch, Gretchen, das will ich doch nochmal jetzt loswerden noch? Oder noch eine Abzweigung nehmen? Oder ist es für dich jetzt alles so ganz rund? Nee, ich finde es interessant. Also ich bin ja das erste Mal jetzt eine gewesen, die quasi, ich bin auf der anderen Seite. hinter der Wand oder wie soll man das dann nennen, dass ich mal heute das Gespräch auch nicht so geleitet habe, sondern eigentlich du. Das war jetzt für mich eine neue Erfahrung, auch jetzt mit der Kamera. Ich weiß gar nicht, wie ich so rüberkomme, weil ich mache das eigentlich ja gar nicht. Ich gebe den Daumen schon mal. Und ich habe ja auch einen YouTube-Channel, aber ich habe ein einziges Video da hochgeladen. Ich glaube, ich habe 2 Follower oder so. Also okay. Ich bin da nicht so aktiv wie du. Aber wer weiß, ne?
Wenn es mal losgeht, ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann nur noch Gespräche vor laufender Kamera machen. Genau, aber ich glaube, dass ich auch bestimmt auch mal ein paar Gäste hätte, die du auch sonst mal einladen kannst oder so, wenn du jetzt auch öfter mal nach Hamburg kommst oder so. Ja. Vielen Dank, dass ich das machen durfte. Das ist für mich eine neue Erfahrung gewesen. Auch mit diesem Licht hier immer auf mich drauf und so. Also und in dieser Ecke hier. Ja. Also wie gesagt, ihr ahnt es nicht. Wir sehen besser aus, als wie das alles drumherum aussieht, glaube ich. Liebe Jane, also ich mag so sehr deine offene Art, dein Lachen, wie du bist von Anfang an offen auf mich zugekommen. Also und für mich bist du jemand, der auch dieses Thema echt vermitteln kann, offen zu sein. Also während wir so sprachen, hast du mich immer wieder so berührt mit deinem Plädoyer für die Offenheit und dafür danke ich dir. Und vor allem für die Offenheit, jetzt mein Gast gewesen zu sein. Es ist ja immer wieder so, dass Menschen sagen, fast jeder, der mein Gast ist, dass er sich erst dran gewöhnen muss, geradeaus in die Kamera zu sprechen. Ja, das ist ungewöhnlich. Mhm. Normalerweise würde ich dir gerne in die Augen gucken, während wir uns unterhalten. Das hatten wir bei mir im Interview dann im Sender auch gemacht. Ne? Genau. Ja, weil das aber so. Ich will das so, weil ich möchte, dass ihr die Gelegenheit habt, uns jederzeit ins Gesicht gucken zu können. Und diese Gelegenheit habt ihr. Ihr könnt das Video, es gibt ja Leute, die machen das, ne? Die schauen das Video einmal an und schauen dann nur auf dein Gesicht zum Beispiel. Mhm. Und dann schauen sie das Video nochmal an und schauen auf mein Gesicht. Und, ich habe jetzt gar nicht so auf mein Gesicht geachtet. Ich glaube, ich habe auch immer so weggeguckt. Ja, ja, viele denken, sie haben die ganze Zeit in die Kamera geguckt und haben dann doch nicht. Gar nicht. Du, das passt alles, wie es ist. Ich mag euch alle, meine Gäste, mit allem, was ihr mitbringt und wie unterschiedlich und individuell und wunderbar ihr seid. Gerne, dann beenden wir das. Ich danke dir von ganzem Herzen. Jane Funk-Beratin war Gretchens Gast.